Servus zusammen. Im heutigen Video geht es um zwei Produkte, und zwar um Multivitamin und um ein Calciumpräparat. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Exoterra hat da zwei ziemlich coole Produkte und anfangen die mit dem Multivitamin. Das schaut so aus. Wie man schon erkennt, für unsere Reptilien. Und zwar, da ist drinnen Multivitamin, wie ihr schon seht. Das heißt Vitamin A aus Beta-Carotin. Das ist eine wichtige Aminosäure, regt den Wachstum an und die perfekte Mischung aus Vitaminen und Spurenelementen. Aminosäuren sind dabei und Mineralstoffe. Das ist für alle Reptilien und Amphibien. Wir machen das mal auf, dass wir mal schauen, wie das ausschaut, weil es ist ein, was ich jetzt, dass ich es kaputt mache, weiß, so staubzuckermäßig ist da drinnen. Schau ich nur zu. Was ich sagen kann, es ist sehr gut verschlossen. Wir machen es anders. Also riechen tut es mal nicht schlecht. Da muss irgendwo wenn ich da schon Löffel drinnen. Der Tobi wieder, schau an. Da ist der Löffel. Ich suche umsonst. Ich wollte euch das nämlich auf den Löffel tun, zum zeigen, wie das Ganze ausschaut. So, ich hoffe, man erkennt das. Das ist ein ganz feines Puder. Und wie wir das Puder verwenden, das erkläre ich euch dann im Anschluss, wie wir da vorgehen. Auf jeden Fall ist das eine 70 Gramm Dose. Und alle Inhaltsstoffe und alles ist da wirklich perfekt beschrieben. Wenn ich euch das jetzt vorlese, was da alles drin ist, ich glaube, dann sitzen wir morgen noch da. Da ist wieder, wie gesagt, eine perfekte Anleitung drinnen. Schaut's. Wo das wirklich alles perfekt nochmal beschrieben wird. Ihr seht schon, was da alles drin ist. Extrem viel. Aber jetzt gehen wir weiter zum nächsten. Und zwar ist das Calcium plus D3 Vitamine. Ich stelle euch mal das da her, dass man das sieht. So. Und das schaut so aus. Das ist wieder ein Puderzusatz. Ich mache das auf. Das hole ich den Löffel gleich raus, bevor ich da wieder ewig suche. So schaut es aus, wenn ihr es rausholt. Calcium und D3 Vitamine. Das ist ein Puderzusatz. Das sind wichtige Elemente für den Calciumstoffwechsel. Ohne Phosphor. Und Vitamin D3 ist optimal für die Aufnahme von Calcium. Deswegen habt ihr da perfekt alles in einem Produkt. Enthält Calciumcarbonat, Dextrose, Austernschalen und Vitamin D3 Zusatz. Sind wieder 90 Gramm. Und wie ihr das geben solltet oder zum Futter dazu mischen solltet, erkläre ich euch jetzt. Und zwar einen halben Löffel Calcium plus einen halben Löffel Multivitamin auf 500 Gramm Obst oder Gemüse. Wir machen es so, meine Frau schneidet es klein. Und dann streuen wir das kurz drüber. Und geben es unsere Tiere zum Essen. Ihr könnt das Ganze aber auch über die Insekten selber drüber streuen.
Das heißt, ihr müsst es 1:1 in einen Behälter geben, dann zumachen, schütteln und dann die ummantelten Insekten verfüttern. Wie das Ganze ausschaut, zeigen wir euch jetzt. Das Ganze genau interessiert mit Calcium, Magnesium und Vitamine, könnt ihr euch mal das Video anschauen, das ich euch jetzt oben verlinkt, das haben wir schon mal gedreht, über die Flüssigsachen. Da erklären wir das Ganze ein bisschen genauer und ausführlicher, weil eben es ist sehr wichtig für die Knochen oder damit die Tiere keine Missbildungen kriegen, aber ihr müsst immer darauf schauen, dass das Ganze artgerecht gehalten wird, weil sonst bringen euch die Vitamine und das Calcium auch nichts. Das heißt, das A und O ist wirklich die Haltung für die Tiere. Und ich sage das immer dazu, wichtig ist wirklich, nehmt euch Zeit, wenn ihr was Tier kaufen möchtet, überlegt euch das genau, was ihr möchtet und wo und wie ihr das Ganze dann im Terrarium aufbaut, was ihr dazu braucht und eben solche Sachen im Hintergrund sind auch wichtig, wie Calcium und Magnesium und die Vitamine. An sowas müsst ihr immer denken, dass wenn ihr eure Reptil nach Hause tun wollt. Und bei uns, wie ich schon gesagt habe, ist das auf dem Einkaufsplan immer ganz oben. Bei uns auch immer auf der Tagesordnung. Sowieso im Wasser ist es immer dabei, weil wir das Wasser ja alle Tage in der Früh austauschen. Achtet einfach drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, teilen, abonnieren. Instagram verlinkt mal unten und bis zum nächsten Mal.